So, Folge 3 für heute. Alles gut so, speichern. Okay. So, Hades. Du hast auch so ein Spiel dieses Jahr rausgebracht, was irgendwie voll durch die Decke ging. Kann das sein? So ein Roguelike. Was viele mögen, die auch keine Roguelikes mögen. Deswegen muss ich eigentlich mal ausprobieren, aber ich habe Angst, weil ich mag keine Roguelikes. Und jetzt wartet das Finale. Ach so. Okay. Ich habe mir Dutchie Hoodie immer so bestellt, es wird irgendwann ankommen. Schön. But hey, I can improvise. Time for Plan Beta. Pardon me, coming through. I'm gonna miss my match. Hello, Plan Beta. Hey, kid. Huh? Over here. Come here. Das mal von vorhin noch gelesen. Welche Nachricht? The darkness in my heart. I'll never have to fear it again. Oh, deine WhatsApp-Nachricht? Nee, jetzt schon. Und 4 Minuten Platin, nicht schlecht. So, who the hell are you? Nicht verraten, bitte. Ach ja, mysteriöser Soldat. Das kriege ich hin. Autsch, das kriege ich nicht hin. Ups. Ich mag das Kampfsystem richtig, richtig gerne. Oh, ich kann sogar zwei machen, das ist ja geil. Hier, Blitz. Guck mal, wie geil dieses Kampfsystem einfach ist, Mann. Das macht so Bock. Ich liebe das. Entschuldigung. Also, Entschuldigung, ist ja gut. Ah. So, musst du einfach mal raus. So, wer bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Oh, ich verstehe. Da war nicht die gleiche Stimme wie damals. He was a pushover before. What's gotten into him? It's not me. What? I'm not doing. Doch, er hat die gleiche Stimme. Der Zack. Standbilder. So what do you think? You like my new super warrior? See, right here. This, it's the power of darkness. Could have been yours, still could, if you open up to it. Hades! You were just playing me. The darkness will never have me. For the both of us. Wisst ihr, ich Final Fantasy 7 Fanboy bin, so ein bisschen. Ich schäme mich manchmal auch ein bisschen dafür. Aber es ist leider so. Au. Wow, 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 wow. Bruder. Chill deine Balls, Junge. Bleh. Bam, 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 bam. Boom. Bam, bam, bam. Oh, oh, nein, nein, nein. Nicht, Alter. Hui. Ja, diese ganzen Kommandos. Ja, es macht richtig Bock. Also, ich hab Fortsetzen gedrückt. Machen wir den Kampf doch einfach nochmal. Ist doch gar kein Problem.
Mach ich doch gerne. Macht doch Spaß. Es macht doch einfach Spaß, das Kampf. Dann wollte ich unbedingt nochmal spielen, den Kampf. Ich habe so Bock drauf, Jungs. Könnt ihr mir gar nicht glauben. Scheiße. Werd jetzt bei mir irgendwie richtig bei dem Kampf und schaffe ihn nicht nochmal so geil. Komm. Ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Zack. Der da Roger. Ach nee, Zack Fair. Meine Lieblingsfarbe. Das sind hier die wichtigen Fragen. Lieblingsfrage. Lieblingsfrage, genau. Okay, Überraschung 1, ist ein lustiges Unterfangen. Mal kurz hier. Einfach alles erstmal rauswichsen, was ich habe. Zap. Ich erstmal für die Schlagserie habe, ist alles cool, so in etwa. Mann! Ich wollte sagen, Lieblingsfarbe, so eine richtige per se, weiß ich nicht. Ich sage immer gern, es ist lila. Ich mag lila auch eigentlich. Deswegen ist mein Kanaldesign auch so lila gehalten. Aber was ist meine Lieblingsfarbe? Ist keine Ahnung. Farben existieren. Nein, ich habe nicht Dreieck gedrückt. Aber egal. Es ging trotzdem irgendwie. Ah, ich hätte viel drücken müssen. Okay. Ich hätte viel drücken müssen. So, aber jetzt bist du halt tot. So. Für den Moment. Bei Überraschung muss man Tasten richtig drücken, wie sie angezeigt werden, glaube ich. Ja. So, weg hier ist okay. Kampf Nummer 2. Sek 2 ist der harte, ja. Ich merke schon. Sek 2. Eigentlich ganz praktisch, dass ich jetzt gerade genau währenddessen den benutzt habe, auf jeden Fall. Nein. Oh, das ist so übel, dass man da nicht mehr ausweichen kann irgendwann, ne? So, das überlebst du nicht. Bam! Boom! Oh. Zack. So. Deckgröße geschieden. Jawohl. Die Riku 2. Du bist dann von geistig her fit und mystisch. Hat das was zu bedeuten, wenn man seine bestimmte Lieblingsfarben hat? Wenn das der Fall ist, dann ist es nicht richtig. Ich bin geistig eine Nudel und irgendwer so mysteriös wie ein Toastbrot. Forget it. It looks like I bet on the wrong dark horse. That kid doesn't have what it takes to handle darkness. You gonna make it? Yeah. I'm finally free. Where is... He's gone. Man, how could I let a guy like him control me? I'll never live it down. Ja, ich trinke aus 2000, das ist richtig. Thanks. Terra. Thanks, Terra. I'm Zack. Yep. Definitely. Terra. You're exactly what I pictured a hero would be. Not the way you look. There's something else about you. Well, I'm no hero. Trust me. You kidding? Listen to those cheers, man. You don't get to decide if you're a hero or not. They do. And they've already made up their mind. Whether you like it or not. Es ist niemand im Publikum. And mine too. It's too bad. I really wanted to fight you fair and square. At Squarehead Borders. Hi. Vor allem, er wollte fair kämpfen. Er heißt Zack Fair, deswegen. Du kannst jetzt zu Zack einen Dimension League. Ja, geil. Heldenemblem. Ein Schlüsselwert mit hohen Attackwerten. Attackwerten, genau. Attackwerten, Attackewert. Und hohem Schaden bei kritischen Treffern. Gucken wir mal. So, haben wir Till auch fertig. Geil. Gibt es hier diesmal nicht sowas wie, Minispiele und so? Boah, schätze 100%. So will ich das.
Haben wir da auch alle Schätze? Passt. So, jetzt geht's in den tiefen Weltraum. Und hier bin ich mal sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Was für eine Welt. I'm very gespannt. Yeah. Weltraum. Ich muss irgendwie an Toy Story denken, aber Toy Story kommt hier doch nicht. Was gibt's denn so für Weltraumgeschichten? Der Schatzplanet. Sonst gibt's irgendwie keine Disney-Science-Fiction-Sachen. Es ist eine Vorgeschichte. Oh, zu einer, die wir schon kennen. Tron? Nee. Keine Ahnung, landen wir einfach. Ich komme nicht drauf. Es gab einen Charakter schon in Kingdom Hearts 2. Nee. Wie komisch das gerade aussah. Oh, darf ich jetzt ballern? Besiege eine große Anzahl an Unversierten. Reite auf deinem Schlüsselschwert und besiege die Unversierten. Wenn du den greifst du an. Mit Viereck schützt du dich vor den Angriffen. Okay. Heieiei. Das musste raus. Ich bin übrigens auch schön, wie er wieder aufnehmen steht. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, klingt so nach Übersetzungsfehler. Naja, guck mal. Okay. Wollen wir verstehen, was hier passiert. Hui. Einfach durchbashen hier. Das passt so. Ups. Weltende. Geil! Wie bei Star Wars 4. Ich will auf jeden Fall, dass in Toy Story... in Kingdom Hearts 4 dann Star Wars Welten gibt. Space. Nein. Wer ist denn EA, kein Lizenzvertrag mehr hat? Stimmt. Er hat ja die Spielerechte an Star Wars. Was eine Scheiße. Kommst du drauf? Achso, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, die Lone Stitch. Okay. gar nicht drauf geguckt. Is he the one? Yes, Grand Councilwoman. I've confined him until we can determine what he is. Ich habe aber auch den Film, also ich glaube, ich habe den mal gesehen, den Lilo Stitch Film, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Take cover. Leave it to me to handle these feet. Und auch die Serie, da war ich halt Kind, ne? Und ich habe ja nicht die Begabung, leider mir Dinge zu merken, auch nicht die aus meiner Kindheit. Unversed. I'll give you a fight. I'll give you a fight. Jede Farbe hat für dich eine Bedeutung. Meist gelblich ist grün-gelb, für Freundlichkeit grün, gut für die, für das Immunsystem. Ja, interessant. Ups, na mein, ich hab gar nicht gecheckt, dass ich wieder Überraschung gerade hab. So level ich den Scheiß wahrscheinlich nicht, ne? Wenn ich immer versage. Ich hätte mal das neue Schlüsselschwert checken können. Ich hab die Falschtaste gedrückt, ich hab Viereck aus Reflex gedrückt. Ich hasse mein Leben. Das ist eine doofe Fähigkeit, die mag ich nicht. Oh ey, warte. Ja. Das war wieder Gold raus, oder?
Okay. Hey. Dunkler Durst, Stufe 4. Oh. Wie geht's? Wie geht's? Nein, ich hab Viereck gesehen gerade. Ich bin so dumm, komm. Dann wird jetzt gefokust. Was soll's. Ja, die Kommandos leveln gut. Oh. Na gut, es tut mir ja nicht weh hier gerade. Wieso lebst du noch? Yeah, was ein Bildschirm. Very impressive display. Den kenn ich auch noch. Wait, you help! I have been imprisoned on ridiculous charges. Is that so? I am innocent scientist who created galaxy's most destructive, constructive species of all time. Why, my experiment could annihilate creatures you fought so hard. He is bulletproof, fireproof, and can think faster than supercomputer. He can see in the dark and move objects 3,000 times his rather diminutive size. And for reasons preposterous, the Federation Council fears him. They take him away from me and throw me here in small, stuffy, rather badly lit cell. Because he's so powerful? Exactly. Everyone always gets antsy in pantses when somebody more powerful is in the neighborhood. You understand, perhaps? We must make to rescue him, or he'll be banished to far reaches of space. Okay, then. Take me to him. Experiment 626. His name I give to adorable fluffy creature you're helping for to rescue. And I am genius scientist who created him, Dr. Jumba Jukiba. I'm Terra. Pleasure is all ours. 626 is this way. Hurry! Das ist Gantu, wie der auch heißt aus einer Serie. Not nicht ganz, wollte ich einfach nur sagen. Vielleicht einfach Deutsch lernen. Deutsch ist besser. Deutsch tut dir gut. Gantu war dieser jetzt noch Polizist, später böser Handlanger. Ich habe die ganze Story von Lilo und Stitch aber gar nicht mehr drauf. Ich weiß gar nichts mehr. Auch aus der Serie weiß ich überhaupt nichts mehr. Ich habe noch diese Bilder im Kopf, so ein paar. So, ich kenne die Figuren noch, ich weiß überhaupt nicht mehr, wer war gut, wer war böse. Weil wir bei Lilo und Stitch da halt auf Hawaii wohnten und da irgendwie noch so ein oder zwei Kollegen hatten, die da auch waren. Keine Ahnung. Ich bin raus. Ich muss den Film, aber das ist halt auch ein Film, den ich auf jeden Fall auch nochmal gucken möchte. Ne? War das gestern? Ja. Habe ich tatsächlich Schneewittchen geguckt. Den allerersten Disney-Spielfilm. Aus dem Jahr 1937, glaube ich. War interessant zu sehen, wie man, wie der Film halt noch sehr viel in Rotoskopie gedreht wurde. Also quasi Schneewittchen und die Prinzessin, und die Königin da, die halt quasi echte Schauspieler waren, wo dann eigentlich nur rübergezeichnet wurde. Was du halt so an den Bewegungen extrem merkst, weil die halt voll realistisch aussehen. Und dann die Zwerge und so, die halt komplett Zeichentrick sind und dann halt so sich halt wie Zeichentrickfiguren benehmen. Das ist sehr lustig, dieser Kontrast. War ganz nett, der Film, aber nicht so gut gealtert, würde ich sagen. Finde dich im tiefen Weltraum zurecht. Das ist eine schöne Aussage. Ich glaube, dass es eine Art Teleporter ist. Wenn du da rummeln willst, laufe und dashe nicht. Ja. Ja. Es fällt mir nicht so leicht.
Aber hey, wir haben eine neue Welt mal wieder und neue Musik und so. Das Ding heißt Überraschung 1, ne? Da finde ich gut, das heißt, es gibt auch noch Überraschung 2. Das gefällt mir nicht. Ich mag keine Überraschungen. Und freue mich auch nicht auf Weihnachten. Krieg einen Switch Pro Controller zu Weihnachten. Den habe ich mir gewünscht. So, ich beende jetzt mal die Folge. War das die dritte Folge für heute? Ja, ne? Ja. Geht's gleich weiter mit der vierten, denn nach drei kommt vier. Wer hätte das erwartet?